Moin Moin und willkommen zu einem brandneuen Testhobel-Video. Wir haben jetzt hier im Test das Schwabenbräu Volksfestbier. Spezialitäten süffig, würzig, vollmundig soll es sein, okay. Das kommt in einer gefrösteten Bügelflasche. Die Zutaten: Brauwasser, Gerstmalz und Hopfen. Keine Hefe. 5,5%. Umweltfreundliche Mehrweg-Pfandflasche. Aha. Interessant. kommt aus Stuttgart. Also aus dem Schwabenland. So, das Ganze war jetzt 4 Stunden auf dem Balkon. Arschkalt, das Ding. Wir schauen mal, ob wir das unbeschadet und mit Verdunstung aufkriegen. Mal gucken. Wir schauen mal. So, Achtung. Gleich wird sich die Alene erschrecken. Oh, war das schöner Blob. Leichte Verdunstung zu sehen. Hat auch gespritzt wie eine Sau. Ja, also Brauwasser, Gerstmalz und Hopfen. Riech mal in der Flasche. Tja, riecht erstmal nach nichts. Wir müssen das ins Glas geben. Ein Festbier. Oh, mit 5,5%, das ist schon ordentlich für ein Festbier. So sieht das doch schon mal nicht schlecht aus. So, damit ihr nochmal die schöne Flasche seht. Ja, ist eine schöne Flasche. Ist dunkler als ein Pilz, wenn man das sehen kann, ja. Das sieht genauso aus live wie im Video. Eine mäßige Perligkeit. Der Schaum ist sehr weich. Der verdünnisiert sich wahrscheinlich gleich. Aber mittelporig bis feinporig. Kraterbildung leicht zu sehen. Ja, da riecht man mal im Glas. Ja, riecht hopfig. Ach so, was ich noch sagen würde. Ist euch mal aufgefallen, bei den ganzen Bieren ist das Gerstmalz immer fettgedruckt. Das nur mal so nebenbei. Das ist mir jetzt mal bei Meisterfels aufgefallen, da war es auch fett gedruckt. Und bei den anderen Bieren war es auch immer fett gedruckt. Also es soll immer wahrscheinlich malzig schmecken. So, der Schaum hat sich jetzt hier verdünnisiert. Wir probieren jetzt mal. Schmeckt irgendwie komisch. Schmeckt nicht nach Pilz, schmeckt nicht nach Export. Puh, das schmeckt irgendwie komisch. Gerstenmalz und Hopfen schmecke ich da auch irgendwie nicht raus. Hat irgendwie so eine leichte Süßlichkeit. Also ich würde sagen, also für mich ist das Volksfestbier aus Stuttgart, aus dem Schwabenländle, leider nichts. Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Pada das schon hatte. Wenn nicht, dann musst du das Pada auch noch schicken. Danke für den Test.